Jo, da sind wir weiter. Ja, wir versuchen einfach zum nächsten Dorf zu rennen, so schnell wie möglich. Und hoffen, dass wir den Spike hier doch noch Sachen finden. Und sonst, Spike, hau dir einfach was zu fressen rein. Vielleicht gibt das so ein bisschen Nahrung, dass du ein bisschen länger überlebst. Dafür bin ich schneller mit dem Essen. Ja. Durchs Essen so. Der Snow, der sucht auch noch seine Position, wo er ist. Okay, jetzt habe ich ein Ortsschild. Sehr schön. Und wo bist du, Kamenka? Oh, jetzt bin ich ganz unten rechts, Tulga. Tulga? Noch näher. Nein, und Zombie! Scheiße. Blutest du? Nein, noch nicht. Ja, dann ich laufe. Ja, du weißt doch ungefähr, wo, was du finden musst, ist ein Brunnen auf jeden Fall. Erstmal. Erstmal muss ich diesen scheiß Zombie loswerden. Ja, durch Gebüsche laufen und so. Spike, bist du tot? Nö. Haut sich erstmal Reis in den Kopf. Trocken Reis. So, haben wir noch ein Bier hinterher. Ja, schön. Das gibt richtig Leben, Leute. Rasputin. Ja. Sag nicht, Bier gibt kein Leben. Ich esse erstmal einen Apfel. Okay. Ach so, Snow, ess bloß keine vergammelten Obst oder so, ne? Ja. So, ja, hier wollen wir uns dann irgendwie da in der Mitte treffen, bei diesem Starro hier, oder wie das heißt? Ich würde sagen, Snow, du rennst einfach dahin, wenn du das meinst, ja, und rüstest dich irgendwie so aus. Wir müssen erstmal gucken, ob wir überhaupt den Spike am Überleben behalten, weil wir laufen gerade bis zum nächsten Dorf, um einfach nur eine Bandage für ihn zu finden. Der blutet wie eine Sau. Ja. Der hat und tot. Okay, Spike. Ne, er steht wieder auf. Das ist ein Zombie. Das ist ein Zombie, hau ihn um. Jetzt bist du weg. Ne, jetzt bist du wieder da. Boah, was? Ich flieg noch. Echt? Bei mir rennst du weiter. Mir steht ja an Chizzy-Slope. Ja, ich würde sagen, der Spike ist tot, Leute. Wir werden jetzt einen Cut machen und wir werden uns überlegen, was wir jetzt wirklich machen. So würde ich sagen, machen wir das. Und wir hören uns dann auf jeden Fall gleich wieder. Jo, wir sind auf jeden Fall wieder da. Ja, der Spike ist tot. Ich habe mir seinen Drehbivilator geklaut. Und habe ihn versucht wiederzubeleben, aber das hat leider nichts gebracht. Ich trinke jetzt erstmal Wasser hier, bis der Arzt kommt. Wir hören gleich mal, wo der Spike gespawnt ist. Vielleicht ist er in der Nähe von Snow gespawnt. Oh, wir sind voll. Sehr schön. So. Hier ist aber auch gar nichts. Spike, müsste ich denn einfach die Straße weiter hochlaufen, um da hinzukommen, oder was? Da wäre halt das nächste Dorf gewesen. Okay, also gehe ich da gleich mal hin. Ich hoffe einfach nur, dass ich ein paar Bandagen und sowas finde. Weil sonst habe ich auch ein Problem und ich sollte mal meinen Rucksack sortieren erstmal. Ja, dieses Teil brauche ich auch nicht. Das kann weg. Den Kompass brauche ich auch nicht. Der ist Mumpitz. Ja, ich muss auch nochmal auf die Straße gehen und nochmal Spike suchen, weil ich habe kaum was zu trinken. Ich habe einen Zombie gehört. Naja. Ja, und ich bin zu erschöpft, um noch weiter zu rennen. Im nächsten Dorf müsste was sein, Brunnen. Okay.
Müsste irgendein Schild sein, wo mit großen B und kleinen B anfängt. Okay. Ich gucke jetzt nochmal hier auf die Straße, ob ich den Spike nicht nochmal finde. Also ich liege immer noch mit auf der Straße. Okay, hast du dich noch nicht wiederbelebt? Nö, ne, steht immer noch da eine Please Mate. Hm. Achso. Na gut, das hat ja vorhin bei Snow ja auch lange gedauert, ne? Ne, da hinten liegst du, okay. Ja, dann suche ich mir jetzt deine besten Sachen da auch noch mit raus. Kann nicht mehr sprinten, ne? Klamotten, alles mitnehmen. Wenn's bergauf geht, rennt sie aber nicht, ne? Oder er. Ich weiß ja nicht, was du spielst. Ob du eine Frau oder Mann spielst. So, es geht bergauf. Ja. Das kann die gute Frau dann nicht. Oder der gute Mann. Oh, ich probier's jetzt anders. Das braucht zu lang. Ausrüstung. So, jetzt gucken wir hier mal. So, hier ist schon mal eine Coca-Cola. Die nehmen wir uns jetzt erstmal mit. So, was hat er hier drinne? Das Teil könnten wir uns eigentlich auch mitnehmen. Da kriegen wir nämlich mehr rein. Den Drivibrillator, den schmeißen wir mal weg. Oh, Farbe. Kriegt nicht. Ich glaube, der Server hängt gerade, kann das sein. Oh, den Dosenöffner nehme ich mir natürlich mit. Stimmt. Aber bei mir geht gerade gar nichts. Übelstes Delay gerade. Hey, ich bin Solnicini. Jetzt geht's wieder. Okay, da hat er Dosen und Schrotmuni drin. Ja, der Leiche. Okay. Nicht sehr schön. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Schrotmuni. Können wir die da mal rausnehmen? Ich glaube, hier kann man mehr reinmachen, ne? Ja. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Slots gehen in die Dingens rein. In diese gelbe Kiste. Sehr schön. Braucht nur 4. Genau. Ja, was können wir uns hier noch mitnehmen? Oh ja, perfekt, ein Hammer. Hast einen Hammer gefunden? Ja. Ja, episch. Ja, den Dosenöffner klauen wir uns natürlich noch von Spike. Jetzt hängt der Server schon wieder. Oh. Jetzt kann ich rennen und langsam gehen, aber ich kann das Zwischending nicht mehr. Einmal nur W drücken. Ja, dann geht er langsam. Dann einmal rechte Maustaste. Rechte Maustaste? Ja. Das ist dann umschalten oder? Ja, manchmal ist das ein bisschen buggy, manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Musst du so ein bisschen ausprobieren. Den Dosenöffner kann ich nicht. Für was anderes ist die rechte Maustaste gar nicht gut? Doch, später zum Anvisieren. Bei Waffen und so. Ja, Spike, ich kann den Dosenöffner nicht mitnehmen. Keine Ahnung, das ist der einzige Artikel, den ich nicht hin und her switchen kann. Ja, ich gehe mal weiter. Ich lasse deine Leiche verschwinden oder soll ich die da liegen lassen? Oh, scheißegal. Falls nicht jemand anders. Ich habe Schuhe gefunden, soll ich die mitnehmen? Musst du deine Schuhe angucken und die Schuhe. Ja, sie steht ja immer grün. Den grün gut, rot schlecht. Genau. Ja, ich hab grün. Du kannst dir zum Beispiel, du musst aufpassen, es gibt Jeanshosen, die haben 4 Slots. Es gibt Jacken, die haben ein paar Slots, weißt du, für Gegenstände hinterlegen und dies und jenes. Also, musst du mal so ein bisschen gucken. So, ich bin jetzt in Baivui oder so. Bavui? Bavui? Oh fuck. Dann hast du es noch. Das Spike. Ja. Wieder ein Zombie, was geht denn hier ab? Ich laufe Richtung Kamishovo. Kamishovo, ist das oben oder unten? Läufst du nach oben oder unten? Unten. Du musst auf jeden Fall nach oben kommen, weil wir wollen zu den Militärbasen. Und wo ist Spike?
Solentini. Spike ist in Solentini. Wie weit bist du von Solentini weg, Snow? Ich habe keine Karte, Leute. Ich kann nicht rausswitchen, so wie die beiden. Solentini. Klemmt mich der Zombie hier ein. Weil es der kann mich nicht angreifen. Weil es wäre ja schon sehr cool, wenn ihr beiden euch wenigstens schon mal findet. Komm her, Zombie, stirb. Wo ist denn das ungefähr auf der Karte? Ah, ich hab Maus genutzt. Null. Ich kann mich nicht angreifen, wie ist das denn? Ich glaube, der Spike ist gerade übelst abgelenkt. Nee, ich hänge in diesem roten Gebäude drin und die Zombies, die können die Treppen nicht hochlaufen. Guck bei denen der Kopf aus dem Boden raus. Ja. Können mich nicht angreifen. Aber ich sie. Null. Kannst du aus noch, den Zombie. Hier sind die ganzen Türen schon offen, wo ich bin, gerade Spike. Also wir hätten hier auch keine Bandage gefunden. Solnicini, meinst du das? Ja, da ist er. Ja, okay, so weit bin ich davon gar nicht weg. Okay, jetzt habe ich schon wieder einen Rucksack und alles. Hast du gehört, Spike, dass Snow dahin rennt zu dir? Ja, sehr gut. Was liegt da noch? Sardinen. Spike weiß ja ungefähr, wo ich bin. Ich glaub schon. Ich weiß nur nicht, wo ich laufen muss gleich. Hast du alle Sardinen bei mir rausgenommen aus der Leiche? Nicht alles. Weil die kannst du auch aufmachen, ohne Dosenöffner. Ja, ich weiß. Grüß dich, Leute. Was hast du, Snow? Ich habe gerade zwei Leute getroffen. So. Vermöbel sie, vermöbel sie. Ich muss immer gleich sagen, ob ich flankly sind. Lauf einfach weg. Lass mich in Ruhe. Stop, stop. Lass mich in Ruhe, ich bin ein Neger. ein... Eine Nougat-Schnitte. Nougat-Schnitte. Okay, das muss man auf jeden Fall merken, wenn Zombies hinter einem her sind, ab ins große Haus. Ja. Bevor wir aufmachen sollen. Jetzt bin ich nicht nur durstig, sondern auch noch hungrig. Ja, du musst natürlich auch die Häuser durchsuchen alle, ne? Ja, vorhin da war nix. Und die Türen standen auch schon alle offen. Wahrscheinlich haben die beiden Typen das hier, die ich gerade getroffen habe, alle schon... Ja. Ich weiß nicht, wo ich bin, Leute. Das ist, kotzt mich gerade an. Ja, man weiß auch irgendwie nicht, in welche Richtung man laufen soll. Ne? Also ich weiß es jetzt schon, aber... Wenn man irgendwo da... Ja, das Problem ist, dass ich halt während des Videos ja nicht rausswitchen kann. Ja, und ich müsste mir gleich die Karte auf den zweiten Monitor legen, dass ich wenigstens ungefähr weiß, wo ich hin muss. So, jetzt haben wir wieder einen Zombie. Den muss ich gleich nochmal probieren. Was wichtig ist, dass ihr beiden erstmal zusammenkommt, dass Spike dir ungefähr zeigt, wo ihr euch ausstatten könnt und sowas. Dass Snow hier mal ein bisschen überlebt, Leute. Der wollte heute Morgen alleine spielen, glaube ich. Und da, ja, das wurde wohl nichts. Nee. Einmal bin ich gespawnt und dann waren 5 Zombies hinter mir. Die habe ich alle eingesammelt auf der Flucht. Null. Hoffentlich klappt das wieder mit dem Zombie. Nein, nein, er hat es geschafft hochzulaufen. Ja, schon scheiße. Fuck. Schon scheiße! Ja, könnte sein, dass wir später mit 4 Leuten zusammen sind. Wenn der Kolmer denn nicht unbedingt mit einem Flex an seinem PC arbeitet. So. Von wo kommst du denn überhaupt? Aus dem Süden. Die Straße mit den Bahnschienen daneben.
Na Leute, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge, Daisy. Ja, ich werde mich jetzt erstmal hier reinsetzen und werde erstmal eine Karte aufmachen, dass ich überhaupt weiß, wo ich bin. Und dass ich mich dann vielleicht Richtung den anderen beiden bewege. So, wir hören uns gleich wieder. Ciao, Lobby.